Zeuge Josef Hofer, Deutschland, Schlosser 56 Jahre, 119. Verhandlungstag, 4.12.1964. Herr Hofer, Sie heißen mit Vornamen? Josef. Hofer, Sie sind von Beruf? Schlosser. Wie alt sind Sie? 56. 56 Jahre alt. Sie sind verheiratet. Ja. Wohnen in? Önsbach. In Önsbach. Das ist Kreis? Bühl. Kreis Bühl. Und sind mit den Angeklagten nicht verwandt und nicht verschwägert? Nein. Herr Hofer, Sie waren in Auschwitz. Und zwar waren Sie dort im Lager, wie ich hier gehört habe. Wollen Sie uns mal erzählen, in welcher Eigenschaft und wie Sie dahin gekommen sind? Ja, ich war von der Wehrmacht untauglich geschrieben. Ja. Bis 1942. Und 1942, aber wann, weiß ich nicht mehr genau, der Zeitraum, habe ich von Biel einen Stellungsbefehl bekommen, musste mich in Stuttgart melden. Und von Stuttgart bin ich als eingezogen worden, nach Oranienburg. Ja. Und dort war ich ungefähr 6-7 Wochen. Wie gesagt, genau kann ich das auch nicht mehr sagen. In Zivil. Und eines schönen Tages habe ich Befehl bekommen nach Auschwitz. Ja, nun, wohin wurden Sie denn eingezogen? Zu welcher Einheit? Zur SS. Zur SS? Ja. Ohne dass Sie sich gemeldet hatten, Sie waren lediglich bei der Wehrmacht registriert und sind UK gestellt gewesen oder für untauglich erklärt worden und sind dann ohne Ihr Zutun mit Gestellungsbefehl nach Oranienburg zur SS eingezogen worden. Ja. Ja. Und da waren Sie zunächst ohne besondere Einteilung und waren sogar noch in Zivil. Ja. Und sind dann eingekleidet worden und nach Auschwitz geschickt worden? Nein, erst in Auschwitz eingekleidet worden. Sie sind in Zivil nach Auschwitz geschickt worden? Ja. Und hatten Sie denn eine militärische Ausbildung? Ja, ich war vorher schon einmal eingezogen von der Wehrmacht und bin dann nach dem Frankreich-Feldzug bin ich entlassen worden. Aha, nach dem Frankreich-Feldzug sind Sie entlassen worden. Ja. Und was für einen Dienstgrad hatten Sie bei der Wehrmacht? Schütze? Obergefreiter. Obergefreiter. Ja. Obergefreiter. Und sind dann nach dem Frankreich-Feldzug entlassen worden, wurden dann als untauglich bezeichnet und dann doch im Jahr 1942 eingezogen und sind dann, wie Sie uns eben sagten, in Zivil nach Auschwitz geschickt worden. Ja. Bei wem haben Sie sich denn in Auschwitz melden müssen? Ja, auf der Kommandantur. Auf der Kommandantur. Sind Sie dort, bei wem haben Sie sich denn auf der Kommandantur gemeldet? Ja, das kann ich nicht mehr sagen, das weiß ich nicht. Wissen Sie nicht mehr? Nein. Und was bekamen Sie dann gesagt? Ja, erst sollte ich zur Truppe kommen. Und dann haben Sie das Zeugnis haben Sie gehabt vom Arzt. Und dann haben Sie mich als Vorier für die Bettwäsche und Bettstelle, also für die Mannschaft, ja, eingesetzt. Und da war ich ungefähr, ja, dreiviertel Jahr ungefähr, wie gesagt, ich kann das nicht mehr genau sagen. Und dann eines schönen Tages heißt, ich muss zur politischen Abteilung. Also ich wusste nicht warum, gar nichts. Was hatten Sie denn nun mittlerweile? Hatten Sie doch eine Uniform bekommen, nicht? Ja, eine. Ja, und was hatten Sie denn für einen Dienstgrad? Als Oberscharführer. Nicht Oberscharführer. Rottenführer. Rottenführer. Als Rottenführer. Ja. Und kam dann von dieser Furierabteilung in die politische Abteilung. Ja. Und zu wem kamen Sie denn dahin? Ja, in die Aufnahmeabteilung. Aufnahmeabteilung. Und das muss im Jahr 43 gewesen sein. Das ist im Jahr 43. Ja. Und wer war denn da Ihr Vorgesetzter? Ja, der direkte Vorgesetzte war Stark. War Stark? Ja. Und was mussten Sie bei Stark machen? Ja, die Häftlinge, ich habe das, die Aufnahme, die Häftlinge, die ins Lager gekommen sind, für die war ich verantwortlich, dass die
registriert worden sind. Dass Sie registriert worden sind? Ja. Nun, wie ging denn das vor sich? Also, wir wollen mal annehmen, es kam ein Transport an. Wieso wussten Sie, dass ein Transport ankam? Ja, dann haben Sie mir Bescheid gesagt. Wer hat Ihnen denn Bescheid gesagt? Ja, ich weiß nicht, das war, glaube ich, die Block 4, die haben das gewusst. Aber wie gesagt, die Block 4, meine ich, war das. Die sind gekommen und haben Bescheid gesagt. Aber ich war ja nicht bei jedem Transport. Nein, das will ich ja gar nicht behaupten. Ich will nur mal wissen, wie sich das abgewickelt hat. Also ein Blockführer hat Ihnen Bescheid gesagt, dass ein Transport ankomme. Ja. Nun, was haben Sie nun gemacht? Ja, dann bin ich rausgegangen. An die Rampe? An die Rampe. War damals die Rampe schon in Birkenau? Ja. War schon in Birkenau? Ja. Und Sie sind an die Rampe gegangen. Wer ist denn mit Ihnen gegangen? Ist der Stark mit Ihnen gegangen? Nein, da war ich immer allein für die Häftlinge. Wie bitte? Da war ich allein. Sie waren allein? Ja. Also das heißt, eine Wachmannschaft war draus. Eine Wachmannschaft zum Absperren? Zum Absperren und dann die Häftlinge mit reinnehmen ins Lager. Ja. Und wer war denn sonst noch draußen? Da müssen doch auch noch Leute da gewesen sein, die diese Auswahl getroffen haben, wer ins Lager kommen soll und wer nicht. Das war Offizier, die das gemacht haben. Ja, und wissen Sie wer? Ja, das weiß ich. Also da weiß ich die Namen nicht mehr. Also im besten Willen kann ich sie nicht mehr sagen, die Namen. Nicht mehr sagen. Ja, nun also, wenn Sie nun draußen waren und es kam nun ein großer Zug an, was hatten Sie denn nun da draußen zu tun? Wie gesagt, die Häftlinge, die ins Lager gekommen sind, ja, die haben wir abgezählt und dann ist das Kommando mit den Häftlingen ins Lager und ich bin vorausgefahren und habe dem Kommando im Lager, die Häftlinge aufgenommen haben, denen Bescheid gesagt, dass sie sich richten sollen. Ja. Und nun, wem haben Sie denn nun die Stärke dieses ankommenden Transports gemeldet? Das weiß ich nicht. Ich glaube, das war in der Aufnahme. Ja, wem? Ja, da sind Häftlinge geguckt und die haben das Ding gemacht. Ja. Also, es genügt ja nicht, dass Sie im Kopf nun gehabt haben, sind heute so und so viele Häftlinge ins Lager gekommen, sondern Sie mussten ja auch irgendjemanden das melden. Nicht? Es muss doch irgendwo festgehalten werden oder eine Meldung gemacht werden oder eine Aufnahmemeldung oder sonst irgendetwas. Ja, ich habe da nichts gemacht. Das ist scheinbar automatisch. Die Häftlinge haben das notiert und wie gesagt, wie das weitergegangen ist, hochgegangen ist, das weiß ich auch nicht, das kann ich nicht sagen. Haben Sie Ihrem Vorgesetzten keine Meldung gemacht? Nein. Dem Stark nämlich? Nein. Das ist also sehr merkwürdig an sich, nicht? Ja. Denn an und für sich ist es doch so, dass ein Unteroffizier oder ein Rottenführer, wenn er so einen Trupp Menschen übernimmt, dass er als erstes hingeht und seinen Vorgesetzten meldet, heute so und so viel Mann hier ins Lager neu aufgenommen. Das wäre doch das Allermindeste. Nein, das habe ich nicht gemacht. Also, aber ich weiß es nicht genau, wie es gegangen ist. Ich glaube, die Häftlinge sind vom Lager aus. Ist der Zugang dann gemeldet worden? Vom Lager aus? Das Lager kann ja das nicht wissen, Herr Zeuge, denn das Lager erfährt ja doch erst über Sie. Sie haben doch an der Rampe abgezählt. Sie haben doch zum ersten Mal an der Rampe erfahren, wie viele Menschen hier neu ins Lager kommen sollten. Das wusste bisher noch niemand. Das Lager schon mal gar nicht. Das Lager wusste, dass ein Transport ankam von vielleicht 2.000 oder 3.000 Menschen. Aber wie viel von diesen Menschen ins Lager kommen würden, das wusste bis dahin noch kein Mensch. Und nun haben Sie erstmals abgezählt und nun haben Sie die Zahl im Kopf gehabt. Dass Sie sie im Kopf hatten, damit war ja nichts getan, sondern es musste ja jetzt weiter gemeldet werden. Wem haben Sie denn diese Meldung erstattet?
Meines Erachtens musste es sogar schriftlich abgegeben werden. Denn auch derjenige, dem Sie es gemeldet haben, der konnte es nicht im Kopf behalten. Also Sie müssen hier schon die Wahrheit sagen, nicht insofern. Beste Wille, also ich sage die Wahrheit, was ich weiß. Ja. Also ganz bestimmt. Haben Sie es dem Staat gemeldet oder haben Sie es dem Staat nicht gemeldet? Nicht gemeldet. Nein. Nun, waren Sie doch dabei, wenn die Leute bestimmt worden sind, die ins Lager kommen sollten, und diejenigen, die nicht ins Lager kommen sollten. Haben Sie das gesehen, wie das gemacht worden ist? Ja, gesehen habe ich das. Ja, und wie ging das denn vor sich? Wollen Sie uns das mal näher schildern? Ja, da war ein Offizier. Also nächstes Mal sind die Leute aus den Waggons rausgetrieben worden, ja? Ja. Und nun standen sie auf der Rampe. Wer hat sie denn nun eingeteilt in die verschiedenen Trupps, Männer und Frauen? Männer, Frauen, Kinder und so weiter. Wer hat denn das gemacht? Da war die Wachmannschaft da. Die Wachmannschaft war da. Aus wem bestand die denn? Ja, aus Soldaten. Ja, waren das die von dem Wachbataillon oder waren das die Blockführer und so weiter? Ja, das war vom Wachbataillon und die Blockführer mit. Und die Blockführer mit? Ja. Die haben sie also zunächst aufgestellt. Nun waren sie aufgestellt. Wie ging das denn nun weiter? Wie kamen die denn dorthin, wo sie unterschieden worden und ausgesondert worden sind? Ja, da war ein Offizier, der das gemacht hat. Ein Arzt war dabei und der Offizier, der Dienst gehabt hat. Und wie ging das denn vor sich? Wie viel wurden denn da ausgewählt? War das vorgeschrieben? Es müssen heute ins Lager so und so viele Menschen aufgenommen werden? Oder hieß es, wir haben den Bedarf? Oder wurden da bestimmte Handwerker herausgeholt oder bestimmte Berufsgruppen? Das müssen Sie uns mal ein bisschen erzählen. Sie wissen das doch besser. Wir waren ja nicht dabei. Nein, da weiß ich nichts davon, wie das vor sich gegangen ist. Mit dem habe ich ja nichts zu tun gehabt. Und da habe ich mich auch nicht drum gekümmert. Nun weiter. Nun sind also die Leute ausgewählt worden. Wie ging denn das nun vor sich? Wurden die Leute untersucht oder nach welchen Gesichtspunkten wurden sie denn ausgewählt? Da habe ich keine Ahnung, wie sie ausgewählt worden sind. Ich habe bloß gesehen, dass ich sie auswähle, aber mehr habe ich nicht gesehen. Mehr weiß ich nicht, was... Und wie wurde denn diese Auswahl getroffen? Wurde da Namen genannt? Wurden Leute aufgerufen nach einer Liste? Oder wurde da gesagt, gehen Sie dahin? Wurden die Leute einfach mit einer Handbewegung nach links oder rechts geschickt? Oder wie war denn das? Oder erzählen Sie uns doch mal ein bisschen näher. Tja, die sind so aussortiert worden. Also von Liste oder Name habe ich nichts gehört. Nichts gehört. Nein. Sondern gingen die denn auf den Betreffenden zu, der die Leute ausgewählt hat? Oder standen die da ruhig? Die standen da. Die standen da. Ja. Und ist dann der Offizier entlang der Reihe gegangen? Ja. Und was hat er denn gesagt? War der stumm? Oder hat er geredet? Oder hat er eine Handbewegung gemacht? Oder wie? Na, also ich will es Ihnen sagen. Er hat vermutlich mit der Hand so oder so gemacht und da sind die Leute nach links oder rechts gegangen. So haben uns das jedenfalls bisher alle Zeugen erzählt. Stimmt's? Ja, das ist möglich. Bitte? Das ist möglich, aber wie gesagt, ich war ja nicht dabei, ich war ja nicht vorne dran. Wo waren Sie denn? Ich habe hinten gewartet, bis die Häftlinge aussortiert waren. Und dann, was haben Sie dann gemacht? Haben Sie dann antreten lassen? Haben Sie absehen lassen? Das habe die Post gemacht, alles. Und die Posten gemacht, alles. Und dann? Wieso haben Sie denn die Zahl erfahren? Ja, abgezählt sind sie worden. Von wem? Zuerst habe ich die Post abgezählt und ich habe sie noch einmal abgezählt. Aha, Sie haben sie also abgezählt. Ja, das Wie haben Sie das denn angestellt? Haben Sie sie stehen lassen, haben Sie in Reihen aufstellen lassen oder haben Sie selbst gezählt oder haben Sie die Leute zählen lassen oder wie war denn das? Jetzt, sie müssen mal ein bisschen mehr aus sich herausgehen, nicht?
meine, es fällt Ihnen vielleicht schwer, aber ich kann es doch nicht ändern. Die Posten haben sie aufgestellt. Und dann habe ich diese durchgezählt und zum Schluss habe ich sie nochmal durchgezählt, ob es stimmt. Ja. Und wie viel haben Sie denn da meistens so ungefähr mitgenommen? Ja. Das kam ja auch auf der Transport an, wie groß der Transport war. Das war manchmal 100 und auch noch mehr. Manchmal 100 und manchmal noch mehr. Aber auch weniger natürlich. Auch manchmal weniger. Und die Leute, die nun nicht ins Lager kamen, was geschah denn mit denen? Da bin ich mindestens ein halbes Jahr, war ich draußen auf der Rampe, habe noch nicht gewusst, wo sie hinkommen. Und dann später ist langsam durchgesickert, dass die vergast werden. Aber das ist ziemlich geheim, war das. Und wer ist denn mit den Leuten gegangen, die vergast wurden? Ja, da war ja auch die Wachmannschaft dabei. Und was hat eigentlich Ihr Vorgesetzter Stark dabei gemacht? Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Ist er auch mit ins Krematorium gegangen? Das weiß ich nicht. Wissen Sie nicht. War er denn verpflichtet, da mit hinzugehen? Wie gesagt, das weiß ich nicht. Wissen Sie nicht. Ich bin ja als Laie dahin gekommen in das Lager. Ich habe ja nicht gewusst, was los ist, überhaupt nichts. War denn der Stark auch auf der Rampe dabei? Ich sag, draus war, aber wie viel mal und das weiß ich, das kann ich nicht sagen. Also ab und zu mal wenn er draußen war, was hat er denn da gemacht? Ja, also, Herr Zeuge, der Stark war ja schließlich Ihr Vorgesetzter, nicht? Und wenn der mit draußen war, da haben Sie sich ja vermutlich in seiner Nähe aufgehalten. Da müssen Sie doch wissen, was er getan hat. Ich kann das gar nicht begreifen, dass Sie da so stockend erzählen. Das war doch damals bei Ihnen eine solche, möchte ich fast sagen, Routine-Sache, dass Sie das doch heute noch ganz genau wissen. Sie sind gerufen worden, Sie haben gesagt, entweder zum Stark gesagt oder der Stark hat Ihnen gesagt, da ist wieder ein Transport da, dann sind Sie rausgegangen. Wie Sie hingekommen sind, haben Sie das und das vorgefunden. Und dann hat der Stark das und das angeordnet, denn im Augenblick, wo Stark mit Ihnen gegangen ist, war er doch als Ihr Vorgesetzter der Sprechende, der Anordnende, der Befehlende. Da hatten Sie doch nur noch eine untergeordnete Tätigkeit. Wenn er nicht mit rausgegangen sind, hatten Sie alles zu machen. Wenn der Stark mit rausgegangen ist, war doch der Stark der maßgebende Mann. Was hat er denn gemacht dort draußen? Hat er die Leute auch abgezählt? Hat er sie mitgenommen? Was geschah mit den Leuten? Wurden die da draußen gebadet? Wir haben schon gehört, dass sie da irgendwo in eine desinfizierende Flüssigkeit gesteckt wurden, dass sie vorher sich auskleiden mussten, dass sie nachher noch mal gebadet worden sind oder so. Irgendetwas müssen Sie uns doch erzählen. Die anderen wissen es doch auch. Ja. Der Stark ist nie mit mir rausgegangen. Der war ja nicht bei uns im Zimmer oder er war ja für sich. Ja. Der war bei mir, wenn ich rausgegangen bin, war er nie dabei. Nie bei dabei. Mir. Schön. Also nun aber mir. Haben Sie ihn draußen gesehen, dann war er ja draußen. Was hat er denn da draußen nun gemacht? Er hätte halt auch zugeguckt, bis sie sortiert war. Und was noch geschehen ist, weiß ich nicht. Nach der Sortierung, da bin ich ja weggegangen. Und der Stark? Ja, der Stark ist nicht mit mir. Der ist mit Ihnen gegangen? Nein, nicht mit mir. Nicht mit Ihnen gegangen, nein. Der blieb noch draußen? Ja, ich bin ins Lager zurück. Noch eine Frage des Gerichts? Ja, bitteschön. Herr Hofer, welches war Ihr genaues Ankunftsdatum in Auschwitz? Das genaue Ankunftsdatum. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das weiß den Monat? Nicht. März, sowas. März, April. Welchen Jahres? 42. Wie lange waren Sie Furier? Ja, 6 Monate. Ungefähr halb, dreiviertel Jahr.
Und sind Sie noch vor Ende 1942 in die Aufnahmeabteilung gekommen? Ich glaube, das wird wohl es wird so um 42, 43 wird es gewesen sein. Wie lange waren Sie denn in der Aufnahme, ehe Stark wegkam von Auschwitz? Auch nimmer lang. Bitte? Auch nimmer lang. Ja, was heißt nimmer lang? Was heißt das? Wie viele Wochen, Monate? Wie lange war Stark in der Aufnahme Ihr Vorgesetzter? Welche Zeit? Ich weiß nicht genau. Vierteljahr ungefähr. Ein Vierteljahr ungefähr. Vierteljahr. Wissen Sie, wo der Stark dann hinkam? Ja, an Front hat er sich gemeldet. An die Front? Ja. War er nachher nochmal da in Auschwitz? Ja, der Untersturmführer? Also da war er noch einmal, aber ob als Untersturmführer da war, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen, aber da war er noch einmal. Dankeschön. Sonst noch eine Frage, bitteschön. Herr Zeuge, wie lange blieben Sie in Auschwitz? Ja, Ende 43, glaube ich, war es. Und wo kamen Sie dann hin? Dann bin ich in Tschechoslowakei. In ein anderes Lager? Nein. Sondern? Zur Truppe, zur Ausbildungstruppe. Wo da? Ja, ich weiß es nicht, wie das heißt. Niemandsland war es. War keine Ortschaft mehr da in Tschechoslowakei. Ja. Und da waren wir ungefähr 2 Monate, 3 Monate. Und dann bin ich nach Radevzell gekommen. Was haben Sie da gemacht? Auch in der Ausbildung. Als Ausbilder? Nein, sondern eine Unterführerschule war da. Eine Unterführerschule. Ja. Waren Sie inzwischen wieder tauglich? Bitte? Waren Sie wieder tauglich für die Truppe? Ja, ich habe ja gemisst. So. Und waren Sie, bevor Sie zur Wehrmacht sind, bei der Allgemeinen SS gewesen? Ja. Seit wann? 35, sogar 36. Welchen Dienstgrad hatten Sie in der Allgemeinen SS? Unterscharführer. Unterscharführer in der Allgemeinen SS? Ja. Und wann sind Sie eingerückt zur Wehrmacht? Sowas. Aber aus der SS bin ich wieder ausgetreten, 1937. Und zur Wehrmacht sind Sie eingerückt, 1940, sagen Sie. Ich sagte doch vorhin, 1940 seien Sie schon entlassen worden. Also vor dem Frankreich-Feldzug bin ich eingezogen worden. Und, ja. dann bin ich später entlassen worden. Herr Hofer, dann waren Sie doch Rottenführer in Auschwitz, weil Sie vorher mal unter Scharführer bei der Allgemeinen SS waren. Denn im Vierteljahr ist man bei der Wehrmacht oder 6 Monate, was Sie bei der Wehrmacht waren. In der Zeit ist man ja bei der Wehrmacht nicht Obergefreiter geworden. Warum sagen Sie uns denn hier die Unwahrheit? Warum machen Sie denn nein, das? Ich der Herr Vorsitzende hat sich doch so eindringlich verwarnt. Und wir wissen doch alle, dass Obergefreiter der Gefreite ist, der länger als 2 Jahre gedient hat. Der kam so als Bonbon, weil er kein Unteroffizier wurde, wurde der Obergefreiter. Und jetzt erzählen Sie uns, dass Sie also glücklich ein halbes Jahr vor und nach dem Frankreichfeldzug, während des Frankreichfeldzugs bei der Wehrmacht waren. Da können Sie aber bei der Wehrmacht nicht als Obergefreiter entlassen worden sein. Sie sind doch offensichtlich in Auschwitz Rottenführer geworden, weil Sie früher mal bei der Allgemeinen SS unter Scharführer waren. Warum tun Sie uns denn hier beschwindeln? Machen Sie die Sache doch nicht noch schwerer, als sie schon ist. Ich tue nicht schwindeln, bestimmt nicht. Ich bin da eingezogen worden bei der Wehrmacht. Und da hat es ans Ausbildungspersonal hat's gefehlt. Und dann haben sie mich dazugezogen als Ausbilder. Und dann war ich neben Zug 4, da habe ich mitgenommen. Und da haben sie mich dann befördert und bin schnell befördert worden. Zum Obergefreien? So, ja. So, und das sollen wir Ihnen glauben, na schön. Und warum, wegen welcher Untauglichkeit sind Sie entlassen worden? Wegen Ischias. Wegen Ischias. Wer war denn der Nachfolger als Ihr unmittelbarer Vorgesetzter, als Stark wegging? Eber. Oder? Wie hieß der? Eber. Eberbach vielleicht? Erbe. Erbe. Was hat denn der für einen Dienstgrad gehabt? Ich weiß nicht, war Scharfier, glaube ich. Mhm. Und wenn so ein Transport ankam, wie wurden Sie denn da benachrichtigt, dass Sie raus mussten auf die Rampe? Ja, durch Blockführer. Durch Blockführer? Ja. Und wo hatten Sie Ihr Quartier? In der Baracke.
Also wenn Sie Dienst hatten in der Baracke, wo war die Baracke, in Auschwitz I oder in Birkenau? In Stammlager? Im Stammlager. Stammlager. Und wenn es nachts war, dass Sie rausgeholt wurden, wo wurden Sie da rausgeholt, wo wohnten Sie? Auch im Lager. Im Lager? Also im Lager, in der Baracke. In der Baracke, aber doch nicht innerhalb des Stacheldrahts? Nein, außerhalb. Sondern wo, gucken Sie mal da hinten den Plan, können Sie uns das zeigen, wo Sie wohnten? Da hinten, der mit den braunen Baracken. Na, gehen Sie schon mal hin. Finden Sie die Baracke wieder, wo Sie gearbeitet haben. Wo der Pfeil ist, da war das Tor. War das die Baracke, wo Sie gearbeitet haben? Gehen Sie mit dem Stock fest auf die Karte drauf, damit wir es richtig sehen. Das ist doch Blockführerstube, ne? War das die Blockführerstube? Ja. Und das war die Blockführerstube. Sprechen Sie bitte etwas mehr ins Mikrofon rein, damit wir es alle verstehen können. Das war die Blockführerstube. Ja. Und wo wohnten Sie? Hier in Dennedau, glaube ich, war es. Ja, danke schön. Dann kommen Sie wieder hierher. Und wer hat Sie nur nachts geholt? Erzählen Sie uns das mal. Ja, auf Blockführer. Da kam ein Blockführer vorbei. Ja. Wie hieß denn der? Ja, das ist bloß die, wo Dienst gehabt haben. Ja, die, wo Dienst gehabt haben. Da weiß ich es aber ganz genau. Ja, ich weiß die Blockführernamen nicht mehr. Das tut mir leid. Das sind jetzt 21 Jahre, dass ich nicht dort bin. Und die Rapportführer, kannst du die auch nicht? Ja, wenn ich schließlich einen Namen wüsste, könnte ich sagen, ob es der war oder nicht. Aber so habe ich keinen Namen mehr im Kopf. Und wo ging es denn hin auf die Rampe? Wo war die Rampe? Ja, in Birkenau. In Birkenau? Ja. War die mitten im Lager drin? Nein. Sondern? Außerhalb. Außerhalb. Schauen Sie mal diesen Plan an. War das eine Rampe, die hier mitten ins Lager reinführte, wo rechts und links die Baracken waren, oder war das außerhalb? Ja, das dürfte die Rampe gewesen sein. Da waren rechts und links die unmittelbar in 40 Meter Entfernung oder 50 Meter Entfernung die vielen Baracken. War die Rampe von Baracken umgeben? Nein. Nicht? Nein. War die auf dem freien Feld? Die war frei. Sind Sie, wenn Sie da hingingen, nochmal durch ein anderes Tor zu der Rampe reingegangen oder war da nur Posten drumherum? Sie kannten doch Ihr Tor an der Blockführerstube, wo Sie ins Lager Auschwitz I reingingen. Ja. Kannten Sie? Ja. Wenn man da, konnten Sie ins Lager rein? Ja. Ja. Und stand an Posten da, wenn Sie ins Lager rein sind? Ja. Wenn Sie nun zur Rampe gingen, gingen Sie da auch an einem Posten vorbei? Ja. Und da war auf einmal plötzlich im freien Feld die Rampe. Sie sind doch zigmal da hingegangen, das müssen wir noch wissen. Nein, nicht zigmal. Es war doch Ihr Dienst. Also ich kann das nicht mehr genau sagen, das weiß ich nicht mehr. Im wissen Sie nicht mehr. Weiß ich es nicht, ob es durch ein Tor gegangen ist oder ob es durch keins gegangen ist. Bestimmt nicht. Und wenn Sie da rausmarschiert sind, gingen Sie da ganz allein und mit wem gingen Sie da hin? Ich ging allein. Ganz allein? Mit dem Fahrrad bin ich meistens. Mit dem Fahrrad sind Sie hingefahren? Ja. Vorhin sagten Sie dem Herrn Vorsitzenden, so manche Sachen hätten Häftlinge gehabt. Waren Ihnen auch Häftlinge unterstellt, die da an der Rampe arbeiten? Nein. Warum haben Sie dann vorhin gesagt, Häftlinge hätten alles möglich gemacht mit dem Zählen und so? In der Aufnahme. Wo haben denn die Häftlinge in der Aufnahme gearbeitet? Die hätten im Lager drin. Ach, im Lager erst? Im Lager, ja. Gingen Sie allein mit den Häftlingen zurück zum Lager oder hatten Sie Posten dabei? Nein, die Poste habe ich die Häftlinge zurück. Ja. Dankeschön, keine Fragen mehr. Herr Straßemann. Können Sie sich erinnern, dass Sie im Sommer 1963 durch den Untersuchungsrichter einmal vernommen worden sind in der Strafsache gegen Albrecht und andere? Ja. Bitte? Ja. Waren Sie in der Zwischenzeit erkrankt, dass Ihr Gedächtnis etwa dadurch gelitten haben könnte? Krank war ich nicht. Nein. Dann möchte ich Ihnen mal vorhalten, damals hatten Sie offenbar noch etwas mehr gewusst und ich möchte Sie fragen, ob das, was Sie früher gesagt haben, richtig war. Wollen wir zunächst mit Ihrem eigenen Aufenthalt in Auschwitz anfangen. Sie haben damals gesagt, dass Sie bis Mitte 1944 in Auschwitz waren und nicht, wie Sie vorhin sagten, bis Ende 1943 und dass Sie von dort aus nach Radolfzell gekommen sind. Ist das richtig? Nein. Sondern?
Ich bin von Auschwitz hin, wie gesagt, in das Niemandslager in Tschechoslowakei gekommen. Und da war ich eine Zeit lang und von dort aus bin ich nach Radovzell gekommen. Ja, warum haben Sie früher gesagt dann, dass Sie bis Mitte 1944 in Auschwitz waren? Es geht so schnell und wie gesagt, mit dem denke ich, da komme ich nicht so mit. Im besten Willen nicht. Und wie gesagt, ich habe mir das überlegt, ich war mindestens ein Jahr von Auschwitz weg. Und 1944 im November sind wir eingesetzt worden von Radovzell und war bestimmt ein gutes halbes Jahr in Radovzell. Und vorher war ich da in dem Ding, in dem Niemandsland. Oder haben Sie den Zeitpunkt jetzt, den Zeitpunkt Ihres Weggehens von Auschwitz jetzt vorverlegt, weil Sie inzwischen Bedenken bekommen haben, dass gerade im Frühjahr und Frühsommer 1944 die Massendeportationen aus Ungarn nach Auschwitz gekommen sind, zu einer Zeit also, zu der Sie noch da waren, wenn Ihre frühere Angabe richtig war? Nein, da war ich nicht da. Da weiß ich nichts davon. Also wie gesagt, ein Jahr war ich bestimmt weg. Und im November sind wir eingesetzt worden. Und ein halbes Jahr war ich in Radovzell, das ist bestimmt amtlich. Und vorher war ich da in dem Niemandsland und da haben wir in Zelte geschlafen. Was heißt im Niemandsland? Also es war kein Häuser mehr da, nichts, gar nichts da. Und das ist Niemandsland bei Ihnen? Ja, so hat es halt geheißen damals. Mhm. Sie haben vorhin ganz energisch auf eine entsprechende Frage des Ergänzungsrichters verneint, dass Sie zigmal an der Rampe gewesen sei. Wollen Sie dabei bleiben, wenn ich Ihnen vorhalte, dass Sie früher gesagt haben, ich schätze, dass ich bei 30 bis 40 Transportabfertigungen zugegen gewesen bin? Nein, so viel war es nicht. Denn ist Ihnen das auch nachträglich erst eingefallen, dass es nicht so viele waren? Es sind ja andere mitgegangen. Ich war ja nicht jedes Mal draus. Wenn Sie jedes Mal draus gewesen wären, da wäre das auch erheblich mehr als 30 bis 40 Mal. Wegen der Tätigkeit in der Aufnahmeabteilung hatten Sie damals, ich möchte Ihnen das wörtlich vorhalten, Folgendes angegeben, dass Sie rausgegangen sind und dass die Häftlinge abgezählt wurden. Dann geht es weiter. Die von mir ermittelten Zahlen gab ich an meinen Chef, den oben erwähnten Stark, weiter. Dieser leitete das Zahlenmaterial an die Kommandantur, damit hatte ich aber nichts mehr zu tun. Bei der Meldung an Stark teilte ich auch die Zahl der insgesamt angekommenen Häftlinge mit. Der Differenzbetrag zwischen den von mir gezählten und den Gesamtankömmlingen war praktisch die Zahl der sonderbehandelten Häftlinge. Ist das richtig? Das habe ich nicht angegeben. Das hat der Herr Richter. Haben Sie das in der Vernehmung angegeben? Nein, das habe ich nicht angegeben. Das hat der Vernehmungsrichter hat das geschrieben. Und wie ist er dazu gekommen, das zu schreiben, wenn Sie davon nichts gesagt haben? Das heißt, hier vorgelesen, genehmigt und unterschrieben und von Ihnen eigenhändig unterschrieben. Ich weiß, das ging eben so schnell, dass ich nicht mitgekommen bin. Genauso hat er von Stark dazu geschrieben, dass der Stark aus Lusch gemordet hat. Das habe ich auch nicht gesagt. Habe ich auch nicht gesagt. Und dann bei meiner SS-Zugehörigkeit habe ich gesagt, dass ich wegen Arbeitslosigkeit, weil ich arbeitslos war und habe keine Arbeitslosenunterstützung bekommen, habe mich die SS also gefragt, wenn ich hingehe, bekomme ich Arbeit. Und auf das hin bin ich zur SS gegangen. Und im Ding steht, um entsprechend Arbeit zu bekommen. Das habe ich alles nachher erst überlegt. Das habe ich damals, das ging so schnell, dass ich da nicht mitgekommen bin. Haben Sie eine Vernehmungsdurchschrift bekommen von dieser Vernehmung? Nein. Dann ist es erstaunlich, dass insoweit Ihre Erinnerungsvermögen doch recht gut ist. Ja, ich habe halt das Ding erst daheim. Also hier wegen Ihrer Arbeitsstelle und dem Eintritt in der SS heißt, im Jahre 1935 trat ich in die allgemeine SS ein. Ich glaubte damals, durch meinen Beitritt eine angemessene Arbeitsstelle zu bekommen. Es ist mir aber nicht gelungen und im Jahre 1937 bin ich wieder ausgetreten. Ist das richtig oder ist das falsch? Ja, kann man lassen. Kann man lassen. Das ist aber sehr nett.
Und um nun wieder zu etwas wesentlicheren Fragen zu kommen, wie verhält es sich mit diesem Absatz, den ich Ihnen vorgehalten habe, mit der Schilderung, dass Sie die Zahl der ins Lager aufgenommenen Häftlinge und die Zahl der insgesamt eingetroffenen Menschen an Stark gemeldet haben und dass der dann die weiteren Meldungen veranlasst hat? Und dass der Differenzbetrag, wie es hier heißt, praktisch die Anzahl der sonderbehandelten Häftlinge bedeutete. Wie verträgt sich das mit Ihrer Angabe von vorhin, dass Sie erst nach einem halben Jahr Tätigkeit auf der Rampe etwas gerüchtweise davon erfahren haben wollen, dass die übrigen Häftlinge, die nicht ins Lager aufgenommen worden sind, vergast worden sind? Frage, Herr Vorsitzender. Der Zeuge hat vorhin bekundet, zur selben Frage, dass er das vor dem Untersuchungsrichter nicht angegeben hat. Die Frage ist damit beantwortet. Aber Herr Rechtsanwalt, das ist doch keine Antwort auf meine Frage. Ich halte meinen Widerspruch aufrecht. Dann halten Sie ihn aufrecht. Ja, Herr Staatsanwalt, ich habe leider dieses Protokoll nicht bekommen und konnte infolgedessen auch nicht wissen, was der Mann vorher gesagt hat. Aber ich halte es nach dieser Widersprüchlichkeit für erforderlich, dass wir den Untersuchungsrichter sofort hierher kommen lassen. Das wird... Ja, ich glaube, er ist in Frankfurt heute. Ja. Dass wir den Untersuchungsrichter sofort hierher kommen lassen und dann mit der Vernehmung fortfahren. Aber die Vernehmung muss ja ohnehin zunächst in Abwesenheit des Untersuchungsrichters... Bitte schön, also dann stellen Sie diese Frage zurück, ja. Gut. Protokolle geben und vielleicht mal kurz... Kleinen Moment, wir können nicht zusammenreden. Was wollen Sie hier haben? Könnten wir nicht kurz unterbrechen, damit das Gericht auch noch das Protokoll Kenntnis nehmen könnte? Denn, Herr Vorsitzender, was uns heute hier geboten wird, ist ja kein Spaß mehr. Das ist ein derartiger Skandal an Lügen, die uns hier aufgetischt werden, dass, glaube, dass man das nicht mehr so hinnehmen kann. Und Herr Vorsitzender, ich möchte Sie bitten, diesen Zeugen noch mal ausdrücklich darauf hinzuweisen, Sie haben es zwar pflichtgemäß schon getan, dass er die Möglichkeit hat, hier die Aussage zu verweigern, aber die staatsbürgerliche Pflicht, vor einem Schwurgericht auszusagen, wird wirklich zur Farce, wenn wir uns das hier bieten lassen, was uns heute hier geboten wird. Was wollten Sie sagen? Ich wollte erstens diesen Ausführungen widersprechen, ich bin leider nicht durchgekommen. Wir sind ja jetzt nicht beim Plädieren, Herr Vorsitzender. Zum Zweiten ist er... Zum Zweiten ist der Zeuge nicht dahingehend belehrt worden, dass er seine Aussage verweigern könne, sondern er ist dahingehend belehrt worden, meiner Erinnerung nach, dass er Einzelfragen nicht zu beantworten brauche. Das ist also ein Unterschied. Ich widerspreche nur den Ausführungen des Herrn Rechtsanwalts Rabe, Herr Vorsitzender. Ich bitte mich da richtig zu verstehen. Warum verweigert er dann nicht seine Aussagen und lügt uns hier? Weil er darauf vor? Nicht hingewiesen worden ist, möglicherweise, ist ja Herr Vorsitzender. Ich bin doch darauf hingewiesen worden, steht doch im Protokoll. Es ist ein... Ja, und? Wenn er jetzt belasten müsste, könnte er die Aussage verweigern. Ja, und? Meines Erachtens kann er sie im Ganzen verweigern. Wieso, warum? Herr Direktor, wenn derjenige, der auf der Rampe Dienst gemacht hat, mit seiner Schilderung darüber, was er dort getan hat, sich nicht der Gefahr einer strafgerichtlichen Verfolgung, ich spreche nicht von einer Verurteilung, nicht aussetzt, dann weiß ich nicht, wer sich noch aus dem damaligen Bereich heute eine strafrechtliche Verurteilung, eine strafrechtliche Verfolgung nicht aussetzen. Was der Zeuge bisher gesagt hat, danach hat er nichts anderes getan, als dass er hingegangen ist und hat die Leute, die ausgesucht waren, abgeholt, um sie ins Lager zu bringen. Er hat also nach seiner bisherigen Darstellung mit der Tötung der Menschen überhaupt nichts zu tun gehabt. Wenn das nicht wahr gewesen ist, wie er es uns heute schildert, dann hätte er sagen müssen, auf diese Frage, da verweigere ich meine Aussage. Herr Direktor, ich bin weit davon entfernt, zu meinen, dass jeder, der auf der Rampe Dienst tat, notwendigerweise mit der Tötung unmittelbar was zu tun hat. Dann also. Ich bin aber der Meinung, dass... es durchaus im Bereich des Möglichen liegt, ja, dass jeder Dienst auf der Rampe als eine Art Beihilfe gewertet werden könnte. Ja, dann kann er ja sagen, ich will Aussage darüber machen, gut, Direktor, weil ich der Auffassung bin, dass da unter Umständen die Gefahr der Verfolgung auf mich zukommt. Herr Direktor, wenn das ein Laie im Zuschnitt dieses Zeugen so sicher sagen und sehen könnte, wie das vielleicht wir Juristen sagen könnten, dann wäre er wahrscheinlich kein Laie.
Ich glaube, man müsste ihn darauf genauestens hinweisen. Dann kann der Zeuge doch sagen, ich möchte von meinem Recht Gebrauch machen. Das Gericht wird dann schon entscheiden, ob ein solcher Fall vorliegt oder nicht. Herr Direktor, ich brauche nicht studiert zu haben. Genau, aber ich meine, dann müsste man ihm, dass diese Möglichkeiten vorhanden sind, müsste man dann meines Erachtens dem Zeugen auch genau sagen und so, dass er es versteht. Ja, ich kann nichts anderes sagen, als was im Gesetz dann steht. Herr Direktor, wenn Sie ihm sagen würden, zum Beispiel, und ich möchte keine Vorschriften, keine Belehrung und nichts Ähnliches dem Gericht gegenüber sagen, aber wenn Sie als bei der Belehrung dem Zeugen sagen würden, wenn Sie auf der Rampe Dienst gemacht haben sollten, dann könnte es sein, dass dieser Dienst in irgendeiner Form strafrechtlich zu einer Beurteilung führen könnte, die mindestens zu einem Ermittlungsverfahren führen kann. Sie brauchen, wenn Sie derartiges uns sagen müssten, überhaupt keine Aussage zu machen. Das würde der Zeuge wahrscheinlich verstehen. Ja, Herr Zeuge, also Sie haben gehört, dass nicht nur von Seiten des Gerichts, sondern auch von Seiten der übrigen Prozessbeteiligten an der Wahrheit Ihrer Aussage die stärksten Zweifel bestehen. Und ich habe Sie darüber belehrt, dass eine falsche Aussage vor Gericht strafbar ist und dass auch Ihr Eid sich bezieht auf alle Ihre Angaben. Sie haben die Möglichkeit, die Aussage zu verweigern, wenn Sie glauben, Sie hätten sich selbst einer strafbaren Handlung schuldig gemacht. Ich habe Sie darüber belehrt. Sie haben von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht. Herr Vorsitzender, verzeihen Sie bitte, aber dieser Form der Belehrung muss ich nun wieder widersprechen. Es kommt für das Aussageverweigerungsrecht nach § 55 nicht darauf an, ob der Zeuge glaubt, dass er sich strafbar gemacht hat, sondern darauf, ob er die Gefahr einer strafgerichtlichen Verfolgung sieht. Es sind zwei verschiedene Dinge, falls es der Zeuge versteht. Ja. Also, um es Ihnen dann noch einfacher zu sagen, wenn Sie glauben, Sie würden dadurch unter Umständen strafgerichtlich verfolgt. Bitte sehr. Wollen Sie jetzt Ihre Aussage aufrechterhalten oder wollen Sie sagen, Sie wollen die Aussage verweigern? Ich habe nichts zum Verweigern. Sie möchten sie verweigern? Nein, ich habe nichts zu verweigern. Sie haben nichts zu verweigern. Sehen Sie, meine Herren, Ihre ganzen Ausführungen sind leider nicht begründet gewesen. Herr Staatsanwalt. Die Vernehmung fortgesetzt werden oder wollen wir erst den Dr. Tüxpalz? Nun, Sie haben doch eben selbst darauf hingewiesen, dass erst die Vernehmung in Abwesenheit des Herrn Untersuchungsrichters stattfindet. Ich bin ja auch gerne bereit, da fortzufahren. Herr Staatsanwalt, vielleicht könnte man aber schon veranlassen, dass Herr Dr. Tüx sich nach hier begibt. Ja. Habe ich nicht zu bestimmen. Ja, ich meine, das ist eine Anregung von mir. Ja. Ich glaube, das ist das Zweckmäßige, dass wir zunächst feststellen, ob er da ist, dass wir eine Aussagegenehmigung anholen für ihn und dass wir ihn hierher bitten. Und dann können wir die Vernehmung des Zeugen abschließen. Dann können wir den Herrn Dr. Tüx vernehmen. Und dann werden wir uns darüber schlüssig werden, ob wir heute noch einige Verlesungen vornehmen von den Urkunden, die uns von Seiten des Herrn Nebenklägers zugegangen sind. Ja? Ja. Leider müssen wir Sie, Herr Medizinaldirektor, noch etwas hier behalten, weil die Vernehmung noch nicht abgeschlossen werden kann. Wir werden jetzt zunächst eine Pause einlegen. Bis um 9:45. Können Sie sich jetzt noch etwas genauer an Ihre frühere Tätigkeit erinnern? Hatten Sie auf der Rampe nur die Zahl derjenigen Häftlinge festzustellen und an Stark zu melden, die ins Lager aufgenommen wurden, oder auch die Gesamtzahl der Menschen, die auf der Rampe eingetroffen waren? Der ganze Transport ist abgezählt worden. Der ganze Transport? Ja. Und wer hat das getan? Ich habe die Blockführer gemacht. Blockführer und die Wache, die dabei war. Sie hatten früher einmal gemeint, das wären nur die Blockführer gewesen? Ganz genau kann ich das nicht sagen. Dass die Blockführer es waren, das weiß ich. Dass ich sie aufgestellt habe und abgezählt. Gut, Ihnen wurden also die Zahlen genannt. Einmal derjenigen, die überhaupt insgesamt mit dem Transport eingetroffen waren. Und dann die kleinere Zahl derjenigen, die ins Lager aufgenommen wurden. Ist das so richtig? Ja. Und diese beiden Zahlen haben Sie am Stark gemeldet. Und was geschah dann weiter? Ja, ich habe
mit den schriftlichen Sachen habe ich ja nichts mehr zu tun gehabt. Wer hat den Schriftverkehr geführt? Das ist in der Aufnahme gemacht worden. Da waren 4 Häftlinge. 3, 4, ja, war da. Sie hatten früher gesagt, verantwortlich für den Schriftverkehr war Stark. Ist das richtig? Ja. Ja. Können Sie noch etwas darüber sagen, wer die Selektionen durchgeführt hat? Ich möchte Ihnen zunächst vorhalten, da haben Sie früher sich dahingehend geäußert. Die Selektionen wurden durchgeführt von Ärzten. Es waren aber auch andere SS-Offiziere zugegen. Diese haben bei den Selektionen mitgeholfen. Ist das richtig? Ja. Ja. Können Sie in diesem Zusammenhang auch noch die Namen anderer SS-Führer nennen? Oder deren Dienststellung nennen? Ja, es waren lauter Offiziere. Aber wie gesagt, Namen weiß ich keine mehr. Ja, wenn ich schließlich einen Namen hören werde, könnte ich sagen, der war es. Bär, glaube ich. Ich war einer draußen mal. Bär, der letzte Kommandant. Und Aumeier. Da bleiben wir zunächst mal bei Bär. Bär ist erst 1944 im Mai oder Juni nach Auschwitz gekommen. Also wenn Sie den gesehen haben, müssen Sie selbst auch zu dieser Zeit noch in Auschwitz gewesen sein. Ich sage, kenne du ihn nicht. Aber den Namen haben Sie doch eben als ersten genannt. Ja, es ist so, ich habe schon viel aus der Zeitung gelesen, ich weiß jetzt nicht. Jedenfalls, es waren nicht nur Ärzte bei den Selektionen, sondern auch andere SS-Führer, der Kommandant beispielsweise, auch der Adjutant. Auch Schutzhaftlagerführer? Ja. Ja. Und wenn Sie sagen, die haben sich haben bei den Selektionen mitgeholfen, in welcher Form ist das geschehen? Ja, wo die... Sprechen Sie bitte etwas lauter ins Mikrofon. Die Häftlinge sind aufgestellt worden. Und dann sind die durch und haben sie rechts und links rausgestellt. Also nicht nur die Ärzte? Nein, nicht nur die Ärzte. Auch Schutzhaftlagerführer, ja, oder andere SS-Führer, ja, die auf der Rampe waren. Und ist das geschehen, nachdem die Häftlinge schon unterteilt worden waren in Männer und Frauen mit Kindern, getrennt voneinander? Nein, das waren noch alle beieinander. Da waren noch alle beieinander. Ist es richtig, dass zunächst die Häftlinge getrennt sich aufstellen mussten nach Männern in einer Kolonne und nach Frauen und Kindern in der anderen? Das, ich glaube, also genau kann ich das nicht sagen, aber ich glaube, es war so. Sie glauben, das war so? Ja. Ist es richtig, dass Sie, wie Sie früher gesagt hatten, entgegen Ihrer heutigen Angabe 30 bis 40 Mal bei Transporten anwesend waren? Das weiß ich auch nicht genau. Also so zählt habe ich sie nicht. Und wie gesagt... Es war jedenfalls nicht so vereinzelt, dass es eine Ausnahme gewesen wäre. Ja, wie gesagt, ich war ja auch nicht immer dabei. Nicht immer, sonst wären Sie ja noch öfter dort gewesen. Können Sie sich noch erinnern, ob es für den Dienst auf der Rampe Sonderzuteilungen an Schnaps gegeben hat? Ja. Wie viel? Das weiß ich auch nicht mehr. War es ein Achtel oder war es also irgend so viel, sowas ungefähr. Ein Achtel oder unter einem Achtel. Und welche SS-Angehörigen bekamen diese Sonderzuteilung? Nur die bei den Selektionen beteiligt waren oder auch die Wachmannschaften drumherum? Das weiß ich nicht, ob die Wachmannschaft auch bekommen habe. Das kann ich nicht sagen. Die auf der Rampe auf jeden Fall? Nein, ja, ich habe auch nicht immer bekommen. Das ist auf der Offizier angekommen, weil ich ja nur mit den Häftlingen zu tun habe, die ins Lager gekommen sind. Wissen Sie auch sonst etwas über die Vorgänge in Auschwitz, beispielsweise über die Zustände und die Vorfälle im Block 11? Nein, mit Block 11 habe ich nichts zu tun gehabt. Wissen Sie, ob dort Häftlinge erschossen worden sind?
Man hat was gehört davon, aber amtlich weiß ich nichts. Gesehen habe ich nichts davon. Gesehen nicht. Ich habe Sie auch gefragt, oder frage ich Sie jetzt, haben Sie etwas gehört davon? Das habe ich, ja. Und ist Ihnen in diesem Zusammenhang auch erzählt worden, wer an diesen Aktionen beteiligt war? Nein. Sie haben früher gesagt, ich weiß, dass Häftlinge im Block 11 erschossen worden sind. Die Blockführer von Block 11 waren an diesen Aktionen beteiligt. Ich weiß noch, dass eine Zeit lang ein gewisser Stiewitz Blockführer von Block 11 gewesen ist. Das weiß ich. Stiewitz, das weiß ich. Aber von denen im Block drin, da weiß ich nichts davon. Ja, was heißt von denen im Block drin? Sie sagen doch, Stiewitz war Blockführer von Block 11. Das weiß ich nicht mehr. Das wissen Sie heute nicht mehr. Damals glaubten Sie es jedenfalls noch zu wissen. Dass er Blockführer war, aber dass er Blockführer im Block 11 war, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht behaupten. Na ja, dann muss ich Sie aber doch fragen, warum Sie es damals angegeben haben in der Vernehmung, vor einem Jahr. Ich glaube nicht, dass ich das angegeben habe, dass der Block... Ich glaube es nicht. Ja, es steht aber doch hier schwarz auf weiß. Und zwar ist in diesem Zusammenhang der Name Stiewitz der einzige, der von Ihnen genannt worden ist. Ja, vom Stiewitz, von dem hat man gehört. Von dem hat man gehört. Das hat man gewusst, ja. Wissen Sie etwas über die Beteiligung von Stark an solchen Erschießungsaktionen? Nein. War Stark ständig bei Ihnen in der Baracke, in der Aufnahmeabteilung, im Büro? Nein. Sondern? Ganz wenig. Wo hielt er sich sonst auf? Ja, ich weiß es nicht, wo er war. Sie hatten früher gesagt, er hielt sich meistens in der Baracke auf, in der die Vernehmungen stattfanden. Können Sie sich da heute noch erinnern? Ich weiß nicht, ob Stark etwas mit Vernehmungen zu tun gehabt hat. Das haben Sie auch damals nicht gesagt, aber Sie haben gesagt, er habe sich meistens in der Baracke aufgehalten, in der die Vernehmungen durchgeführt worden sind. Wissen Sie es heute nicht mehr? Also das weiß ich nicht, ob ich das gesagt habe, das glaube ich auch nicht. Also da tue ich meine Aussage verweigert, aber da kann ich nichts sagen. Es kommt also nicht auf Ihren Glauben hier im Einzelnen an, sondern auf das, was Sie wissen. Ist es richtig, ich glaube, die Frage hatte ich vorhin schon mal gestellt, dass Stark verantwortlich war für den Schriftverkehr in der Aufnahmeabteilung, also insbesondere auch für die Meldungen über die Ankunft von Transporten und die Zahl der ins Lager aufgenommenen Häftlinge? Ja. Ja. Am Schluss Ihrer Vernehmung damals war Ihnen die Aussage von Stark vorgehalten worden bezüglich der Führung von Häftlingen durch Stark zu den Krematorien und die Mitwirkung bei den Vergasungsvorbereitungen, also die eigene Aussage des Angeklagten Stark von Blatt 950 der Akten. Und Sie haben daraufhin erklärt, Sie selbst seien nicht zu den Krematorien gegangen. Nein. Das heißt dann wörtlich weiter, ich weiß auch nichts über die Beteiligung von Stark an Vergasungsvorbereitungen. Wenn er es aber selbst angibt, wird es stimmen. Meines Erachtens war Stark nicht verpflichtet, mit zu den Krematorien zu gehen. Wenn er es trotzdem getan hat, war er also besonders eifrig bei der Sache. Ist das auch heute noch Ihre Auffassung? Vorhalt in dieser Art widersprechen. Denn in der Aussage, die hier, die Aussage des Angeklagten Stark, dem Zeugen damals vorgehalten wurde, war der Vorgang, der auch vom Angeklagten Stark hier geschildert worden ist, Gegenstand des Vorhalts. Nämlich, dass er im alten Krematorium bei einer Vergasung mitgewirkt hat, und die hat er ja im Einzelnen hier geschildert. Aber nicht bei den Krematorien im Übrigen, und es handelte sich damals auch nicht um eine Aufnahme.
Gut, dann frage ich Sie so, gehörte es zu den Aufgaben, zu den offiziellen Aufgaben der Angehörigen bei der Aufnahmeabteilung, bei der Vergasung von Menschen mitzuwirken? Nein. Sie selbst haben das auch nicht getan? Nein. Sie können zu dieser Frage insbesondere die Aussage verweigern, wenn Sie sich selbst belasten müssten. Nein, ich war nicht dabei. Und würden Sie auch heute sagen, dass das demnach ein Zeichen von besonderem Eifer war, wenn es jemand ohne Befehl oder ohne dazu dienstlich verpflichtet zu sein getan hat? Das ist wieder keine Tatsache. Ja, dann wollen wir fragen, ist es richtig, dass Sie seinerzeit ausgesagt haben, wenn er es trotzdem getan hat, nämlich stark, dann war er besonders eifrig bei der Sache. Haben Sie das damals ausgesagt? Nein, das habe ich nicht ausgesagt. Das hat der Richter so geschrieben. Herr Zeuge, Sie machen hier einem Untersuchungsrichter Vorwürfe, die kaum noch zu ertragen sind und in Ihrem Gewicht kaum noch überboten werden können, wenn Sie hier einfach behaupten, der Richter hat etwas ins Protokoll genommen, was ich nicht gesagt habe. Das weiß ich genau, dass ich das nicht gesagt habe. Genau weiß ich das. Da stehe ich gar dafür. Na, wenn Sie das auch so genau wissen, wie Sie sich noch in der Genauigkeit an die Vorgänge in Auschwitz erinnern, dann ist davon, glaube ich, nicht allzu viel zu halten. Aber wir können den Richter dazu hören. Ich habe noch einmal mich einschalten. Der Vorgang, der vom Angeklagten stark insofern geschildert wurde und der auch nur zum Vorhalt gegenüber dem Zeugen gebraucht worden ist, liegt zeitlich vor der Ankunft dieses Zeugen in Auschwitz. Er kann darüber nichts wissen und kann auch kein Urteil darüber abgeben von besonderem Diensteifer. Herr Rissenwalz, Sie verkennen die Situation. Er ist ja nur gefragt worden, ob er das bei dem Untersuchungsrichter gesagt hat. Das ist ja eine Tatsache. Das hat darüber er bestätigt, dagegen habe ich auch soll er nichts Aussagen machen. Und da hat er gesagt, das ist nicht wahr, das habe ich nicht gesagt, das hat der Untersuchungsrichter von sich ausgeschrieben, nicht? Insofern habe ich ja auch nicht widersprochen und auch nichts dazu gesagt. Also, Herr Staatsanwalt Küchler. Herr Hofer, ist Ihnen der Unterschied zwischen dem Stammlager und dem Lager Birkenau bekannt? Ist Ihnen bekannt, dass das zwei Lager waren? Ja. Wo war die Rampe, auf die Sie gegangen sind? Ja, in Birkenau. In Birkenau, in dem Lager drin? Nein, es war nicht im Lager drin. Nein, das ist nicht beantwortet. Der Zeuge soll genau schildern, wo diese Rampe war. Er hat schon gesagt, er hat gesagt, es war vor dem Lager. Eingehend gefragt. Also ich habe das örtlich nicht lokalisieren können, wo diese Rampe gewesen sein soll. Er hat gesagt, es war außerhalb beider Lager und in einer gewissen Entfernung vor dem Lager Birkenau. Es war kein Zaun drum, es war freies Feld. Ja. So. Sie sind von meinem Kollegen gefragt worden, unter anderem, ob Adjutanten auf dieser Rampe waren. Sie haben da noch keine Gelegenheit zur Äußerung gehabt. Wollen Sie sich bitte dazu äußern? Und wollen Sie bitte, Herr Hofer, die Wahrheit sagen? Ich sage, ich habe Sie ja nicht so gekannt. Ich weiß es nicht, was ich da sagen soll. Tatsächlich nicht. Und kennen Sie auch nicht mit Namen. Haben Sie mal irgendwie mit irgendeinem Adjutanten da zu tun gehabt? Nein. Haben Sie mal Urlaub gehabt, solange wie Sie in Auschwitz waren? Ja. Haben Sie da nicht ein Urlaubsgesuch gemacht? Ja, doch. Haben Sie da in diesem Zusammenhang mit dem Adjutanten etwas zu tun gehabt? Wer war Ihnen denn überhaupt bekannt, solange wie Sie in Auschwitz waren? Nur der Herr Stark oder kannten Sie da noch andere? Ja, von den Offizieren, mit denen habe ich ja nichts zu tun gehabt. Ich frage Sie nicht danach, Herr Hofer, hören Sie doch mal genau zu. Ja? Ich frage Sie nicht danach, mit wem Sie zu tun gehabt haben, sondern ich frage Sie danach, wen Sie gekannt haben. Haben Sie den Kommandanten gekannt? Ja. Wer war das denn zu Ihrer Zeit? Hüss. Kannten Sie den Liebehenschel noch? Bitte? Kannten Sie den Kommandanten Liebehenschel noch?
Nein. Kannten Sie einen Adjutanten von dem Höss? Sie haben doch vorhin gesagt, dass Sie in der Zeitung gelesen haben, was hier über den Prozess, ja? Ist Ihnen in der Zeitung schon mal der Name Mulka aufgefallen? Ja. Ja. Können Sie sich daran erinnern, dass Sie diesen Herrn in Auschwitz kennengelernt haben, dass Sie von ihm gehört haben, dass Ihnen irgendjemand was von Mulka erzählt hat oder irgendetwas? Oder sind das alles, was heute in der Zeitung steht, Neuigkeiten für Sie? Also für mich viele. Wollen wir auf Herrn Mulka bitte zurückkommen? Ja, ich habe Sie da etwas gefragt. Herr Hofer, entschließen Sie sich doch bitte für eine Antwort, ja? Ich weiß was von dem Mulka, der Name ist mir bekannt, aber ich kann mir den Mann nicht mehr vorstellen. Ich weiß tatsächlich nicht, was ich sagen soll da. Ich kann mir nicht mehr vorstellen. Haben Sie einen Adjutanten auf der Rampe gesehen? Haben Sie den Höss auf der Rampe gesehen? Herr Hofer, geben Sie doch bitte eine Antwort. Sagen Sie ja oder nein, oder sagen Sie, ich weiß es nicht. Rausfahrer ist er schon, also rausfahren habe ich nicht gesehen, aber auf der Rampe direkt weiß ich nicht, ob ich nicht gesehen habe, das kann ich nicht. Wen ihn, Höss oder Mulka? Höss. Höss. Ja. Und wenn er gekommen ist er da immer alleine gekommen? Wenn er rausgefahren ist er da allein rausgefahren? Also allein habe ich ihn auch gesehen, aber... Nun gut. Herr Hofer, wenn ich Sie recht verstanden habe hier, wollen Sie zum Ausdruck bringen, dass Sie sich nicht schuldig fühlen, denn Sie sagen ja aus und Sie fühlen sich nicht schuldig an den Vorgängen dort. Haben Sie eine Vorstellung, wer schuld daran ist, wer das dort gemacht hat? Ich widerspreche dieser Frage. Das ist ein Werturteil und keine Tatsache. Ja. Darüber kann der Zeuge keine Bekundungen machen. Ja, gut, dann werde ich genau... Das Gericht darüber befinden. Ja, nun, der Zeuge hat hier mehrfach gesagt, dass er also da nur laienhafte Vorstellungen hat. Dann will ich ihn ganz konkret fragen, wer hat denn veranlasst, dass die Leute von der Rampe, auf der Sie ja auch waren, in die Gaskammern gegangen sind? Ja, das weiß ich nicht, wer das veranlasst hat. Wer hat die Leute denn von der Rampe weggeführt zu den Gaskammern? Das haben die Wachmänner haben das gemacht und die Block 4. Die Wachmannschaft? Ja. Wissen Sie das bestimmt, dass die Wachmannschaften mitgegangen sind? Bestimmt kann ich es nicht sagen, denn ich war ja schon jedes Mal weg. Wenn die Häftlinge abgezählt waren, die männlichen Häftlinge, dann... bin ich wegfahren. Ich habe keine Fragen. Herr Rismat Ormond, Herr Rismat Rabe, von Seiten der Verteidigung keine Frage, von Seiten der Angeklagten stark. Darf ich an den Zeugen einige Fragen stellen? Bitte schön. Herr Zeuge, mir geht es um die Aufhellung einiger Daten aus dem Jahr 1942 bzw. 1943. Wann kamen Sie zur Aufnahme? Genau. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie... Ich möchte aber behaupten, dass Sie vorher schon in der Aufnahme waren. Darf ich hier folgende Sache mal zur Aufhellung beitragen? Im Sommer 1942, als die Transporte aus Frankreich begannen, wurde doch einmal irrtümlich eine Frau eingeliefert, die sollte auf dem schnellsten Wege wieder an die einliefernde Dienststelle zurückkommen und dort zur Entlassung kommen. Dieser Auftrag wurde mir zuteil und da Sie lange nicht zu Hause waren, bin ich zurückgetreten und habe Sie fahren lassen. Können Sie sich noch erinnern da? Ja. Gut. Es war also Sommer 1942 demnach. War da noch warm? Ja. Wissen Sie es noch? Ja. Also würden Sie sagen, dass Sie schon im Sommer 1942 dort waren, bei mir? Ja. Gut. Dann, wann bin ich weggekommen zum Studienurlaub?
Das weiß ich, wie gesagt, ich habe die Daten nicht im Kopf, bestimmt das, nicht. Das ist doch immerhin, wenn ich da auch noch etwas in Erinnerung rufen darf, da haben Sie doch mal ein Motorrad übernommen. Das war doch immerhin ein Übergang vom Fahrrad zum Motorrad. Können Sie sich da noch erinnern? Ja, ja. Wann war das? War es da kalt? Schlamm, Regen, Schnee? War das noch im Jahr 1942? Ich sag, ich weiß das nicht genau, wenn das war. Dann möchte ich Folgendes sagen. Ich habe hier wahrheitsgemäß angegeben, dass ich zum Wintersemester 1942-43 vom 1.12.42 bis 31.03.43 beurlaubt war. Können Sie das bestätigen? Ja, da weiß ich es davon. Aber wie lange weiß ich nicht. Aber ich war jedenfalls zum Wintersemester weg. Ja? Ja. Und dann sagten Sie auf die Frage... Ich muss da widersprechen, diesem Vorhalt. Was weiß denn der Zeuge, was Wintersemester ist? Man kann ihm doch nicht etwas vorreden wollen. Ja, also Herr Zeuge, wissen Sie noch genau, wann Stark damals... Sagt, wie lang? Ich weiß, dass Sie weg waren, aber nicht wie lang. Ja, aber wissen Sie noch, wann er weggegangen ist? Das weiß ich nicht. Das wissen Sie auch nicht. Also, wenn er nicht weiß, wann er weggegangen ist, nicht weiß, wann er wiedergekommen ist, was weiß dann denn der Zeuge? Dass er weg war. Ja, aber wann weiß er nicht? War es im Winter, dass er weg war? Der Stark. Oder war es im Sommer? War es im Jahr 42 oder 43? Ich sage, ich weiß das nicht genau, dass er weg war, weiß ich, aber mehr weiß ich nicht, wenn es war genau. Ich habe die Daten nicht im Kopf. Haben Sie sonst noch eine Frage? Als ich von dem Studienurlaub zurückkam, Sie haben vorhin auf die Frage des Herrn Beisitzenden Richters gesagt, er war noch einmal da. War das nach dem Studienurlaub? Ich widerspreche dieser Frage. Er ist gefragt worden, nach Ihrer Meldung zur Fronttruppe oder nach Ihrer, nachdem Sie zur Fronttruppe gekommen seien, ob Sie noch mal als Untersturmführer da waren. Nun, also wir wollen den Zeugen fragen, können Sie sich entsinnen, dass Stark noch mal wiedergekommen ist? Ja, einmal war er in Urlaub da, das weiß ich. Im Urlaub war er da. Und wissen Sie, wann er da war im Urlaub? Nein, das weiß ich auch. Das wissen Sie nicht. Und wissen Sie, was er für einen Dienstgrad damals gehabt hat? Nein, weiß ich nicht. Also er weiß zwar, dass Sie noch mal da waren im Urlaub, er weiß aber weder mit welchem Dienstgrad noch wann das gewesen ist. Das möchte ich bestreiten. Ich habe mal einen Urlaub immer zu Hause verbracht. Darf ich vielleicht hier erinnern, dass es auf der Fahrt zur Front war, da ich da mal ausgestiegen bin und schnell noch mal guten Tag gesagt habe? Das ist möglich. Ja, also ich weiß, ja, das ist möglich. Also der ich weiß bloß, dass alles ich da in allem vielleicht eine Stunde betragen hat, da ich dann wieder zum Zug bin. Ja? Das ist möglich. Vielen Dank. So. Herr Rissmann, Gerhard, eine Frage. Herr Zeuge, Sie sagten, Blockführer und die Wache haben den Transport abgezählt. Können Sie mal erläutern, was Sie unter Wache verstehen? Was waren das für Leute? Das war die Wachmannschaft. Die Wachmannschaft. Und die Blockführer, wo kamen die her, die dort gezählt haben? Ja, die kamen vom. Das sind die Blockführer, wo im Dienst waren. Wo im Dienst? An der Block. An den Blocks im Lager. Ja. Der Angeklagte Baretzky hält Ihnen entgegen, dass die Zählung der ankommenden Häftlinge ausschließlich Aufgabe von Ihnen bzw. der politischen Abteilung, der Aufnahmeabteilung gewesen sei. Ausschließlich. Die Blockführer hätten mit der Zählung überhaupt nichts zu tun gehabt. Was sagen Sie dazu, Herr Zeuge? Die Blockführer haben die Häftlinge in fünfer Reihe aufgestellt und haben sie durchgezählt und haben mir die Dinge, die Zahl gegeben. Und dann habe ich mich noch mal vergewissert.
Ja. Und das war bei jedem Transport dasselbe. Herr Heffer, ich war da schließlich Blockführer gewesen. Und ich war da 3 Jahre in Auschwitz. Und Sie werden nicht sagen, dass ein von der Wache oder ein Blockführer Häftlinge zählt. Einzig und allein ist der Sache der Aufnahme der Häftlinge zu zählen. Ein Blockführer weiß nicht mal, wie viele Häftlinge da sind und wie viele sollen überhaupt kommen. Ich habe die Häftlinge manchmal 10-mal gezählt, bis einmal die Zahl gestimmt hat. Wie kommen Sie heute und sagen, ein Blockführer hat Häftlinge gezählt? Was hat der Blockführer überhaupt mit Häftlingen zu tun? Zu zählen hat er sie überhaupt gar nicht. Er kommt ja gar nicht dran an die Leute. Ihr seid ja da herumgelaufen die ganze Zeit. Stimmt nicht, stimmt nicht. Sie und der Transportführer. Ihr seid ja herumgelaufen und die Häftlinge gezählt. Manchmal 10-mal habt ihr gezählt, bis die Zahl herausgekommen ist. Jetzt kommen Sie an und sagen Sie, Blockführer haben das gezählt. Was sollen Sie Blockführer alles gemacht haben? Haben abgesperrt. Die Rampe abgesperrt, also die 2 Eingänge. Und die Waggons sauber gemacht, ja, die Kippe herauskommen. Das war die Arbeit von den Blockführern, aber nicht Häftlinge zu zählen. Das war doch Ihre Arbeit, allein die Häftlinge zu zählen, aber nicht den Blockführer seine Arbeit, Häftlinge zu zählen. Haben Sie das gehört? Jawohl, ich hab's gesagt, wie es zugange ist. Die Blockführer haben die Häftlinge aufgestellt in 5 Reihen und habe sie durchgezählt. Und ich habe sie auch durchgezählt. Ich habe mich vergewissert. Das stimmt, dass man manchmal 3-4 Mal zählen hat müssen. Das stimmt. Aber die Blockführer haben da mitgeholfen. Die haben sie aufgestellt und haben sie durchgezählt. Und ist es richtig, dass Sie alle Leute, die mit dem Transport angekommen sind, gezählt haben? Ja. Oder nur die, die ins Lager kamen? Alle. Alle, sehen Sie? Vorhin haben Sie gesagt, ich habe gar nichts damit zu tun gehabt. Ich hatte nur die Leute zu zählen, die ins Lager kamen. Aber auch bei dem Untersuchungsrichter haben Sie bereits gesagt, wenn mir vorgehalten wird, dass der angeschuldigte Erbe erklärt hat, er habe bei Transportankünften zunächst alle Ankömmlinge abgezählt, so muss ich jetzt sagen, dass auch ich das getan habe. Die Blockführer haben allerdings die Häftlinge auch gezählt, aber ich habe unabhängig davon eine weitere Zählung vorgenommen. Wenn ich oben angegeben habe, dass eine Durchzählung aller Ankömmlinge durch mich nicht erfolgt sei, so war das nicht zutreffend. 16.567. Stimmt das so? Ja, ich habe sie durchgezählt. Ja, sehen Sie. Und warum haben Sie uns denn vorhin dann das Gegenteil gesagt? Ja, ich habe nichts Gegenteil gesagt. Doch, Sie haben gesagt, ich habe nur die Leute gezählt, die ins Lager gekommen sind. Und ich bin überhaupt erst hingekommen, als sie bereits alle aussortiert waren. Und ich hatte mit den anderen gar nichts zu tun. Und ich weiß deshalb auch nicht, was mit denen geschehen ist. Das ist doch alles nicht wahr gewesen. Bitte, wollen wir die Vernehmung jetzt abschließen? Herr Stark, haben Sie noch? Ja. Herr Zeuge, Sie haben vorhin gesagt, ich war immer allein auf der Rampe. Also, ich meine damit, entweder Sie oder ich, haben Sie gesagt, ja? Sie wurden vorhin befragt. Nein, er hat auch gesagt, Sie seien zusammen auf der Rampe gewesen. Er wisse allerdings nicht, was Sie dort getan hätten. Das wollte ich noch einmal klären. Ja, das hat er gesagt. Wenn er auf der Rampe war, da hatte ich etwas anderes, da kamen vielleicht andere Zugänge. Aber ich möchte es bestreiten, dass ich mit dem Zeugen zusammen auf der Rampe war. Er hat sogar noch weiterhin gesagt, er ist dann mit den Leuten abgerückt, die ins Lager kamen, und sie blieben zurück. Was sie dort getan hätten, wisst er nicht. Und erst hat er gesagt, er war allein auf der Rampe, er hat mich nicht gesehen. Er hat vorher gesagt, er wäre auch allein dort gewesen. Er hat gesagt, nicht immer wären Sie dabei gewesen, aber manchmal wären auch Sie dabei gewesen. Ist es so gewesen? War der Angeklagte Stark immer mit Ihnen zusammen draußen? Nein. Nein? Waren Sie auch allein draußen? Ja. Aber er war auch mit Ihnen zusammen draußen? Ja, wir waren zu zweit auch draußen. Sie waren zu zweit auch draußen. Und was er dann gemacht hat, wissen Sie das? Hat er Ihnen da nicht geholfen beim Abzählen? Tja, doch, dabei war er auch. Dabei war er auch. Und was hat er denn dann gemacht, wenn er dabei war? Na? Herr Zeuge, Sie haben da vorhin gesagt, ich war nie gemeinsam mit Stark draußen. Wie sind Sie denn da rausgekommen?
Mit welchem Fahrzeug? Sind Sie da rausgelaufen? Ja, mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad ist er rausgefahren. Ja. Tja, wir wollen zunächst mal die Vernehmung des Zeugen abschließen. Über seine Beeidigung werden wir nachher uns schlüssig werden. Da dürfte ich eine Frage noch stellen. Ja. Herr Zeuge, kannten Sie den Perry Broad in Auschwitz? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht entsinnen. Haben Sie den Namen nie gehört? Haben Sie meine Frage verstanden? Ja. Gut, also dann beantworten Sie sie bitte. Du, in der Zeitung, glaube ich, habe ich ihn gelesen. In der Zeitung, nein, der Rechtsanwalt Rahmen möchte wissen, ob Sie den Namen dort in Auschwitz gekannt hätten. Also Sie müssen entschuldigen, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Bestimmt nicht. Ja. Also dann will ich Ihnen mal zeigen, Herr Zeuge. Da sitzt hier links von Ihnen, schauen Sie mal da nach links von Ihnen, und da sitzt ein Rechtsanwalt und dahinter sitzt der Herr Broad. Haben Sie den mal in Auschwitz gesehen? Ja. Ja. Aha. Was hat denn der dort gemacht? War der bei Ihnen in der politischen Abteilung? Nein. Doch, ich glaube. Aber mit denen haben wir ja nichts zu tun gehabt. Ich bin ja nicht, der war auf der Vernehmung. Der war in der Vernehmungsabteilung, ja? Ich glaube, auf der Vernehmungsabteilung. Aha. Haben Sie ihn auch ab und zu mal auf der Rampe gesehen? Das weiß ich nicht. Und wie steht es mit dem Namen Dilewski? Haben Sie den gehört in Auschwitz? Den Namen habe ich gehört, ja. Wissen Sie, wo der beschäftigt war? Bei der politischen Abteilung. Ja, und was hat er dort gemacht? Ja, was er gemacht hat, weiß ich nicht. Sagen Sie, Herr Zeuge, wie viel zu Ihrer Zeit, wie viele Angehörige, wie viele SS-Männer waren durchschnittlich beschäftigt in der politischen Abteilung? Na, das war's. 15. 15. Ja, also genau weiß ich das nicht. Ungefähr. Etwa 15. Wie kommt es dann bei 15 Leuten, das ist doch ziemlich überschaubarer Haufen, dass Sie da so ungenaue Angaben nur machen können über das, zum Beispiel, was der Dilewski gemacht hat? Ja, ich war ja nicht in, ich habe ja mit der Abteilung da vorne nichts zu tun gehabt. Die war extra in einer Baracke. Und wir haben da vorne gar nichts zu tun gehabt. Mhm. Und wie steht's mit Boger? Den kannten Sie doch wohl, ne? Boger, ja. Ja. Hatten Sie auch dienstlich mit dem zu tun? Nein. Nicht? Haben Sie Boger auf der Rampe gesehen? Das kann ich Ihnen auch nicht mehr sagen. Sie können mir nicht sagen, ob einer von dieser kleinen Gruppe, also der Boger, der doch recht bekannt war in Auschwitz, ob Sie den auf der Rampe gesehen haben? Das wollen Sie mir ernstlich hier sagen? Es tut mir leid, ich weiß es nicht, ich kann es nicht mehr sagen. Also, im besten Willen nicht. Danke. Und nun bitte ich mal den Untersuchungsrichter Dr. Düx hereinzurufen.